Die Stadtkirche wurde von den Schenken von Limpurg gegründet und diente diesen als Grablege. Bis heute können die beeindruckenden Epitaphien besichtigt werden. Nach dem Stadtbrand von 1868 wurde die Kirche wieder aufgebaut und ist heute eine der Wahrzeichen der Schenkenstadt. Gemeinsam mit dem alten Schloss bildet die Stadtkirche die Mitte der Stadt.